kam dann eben auch zu dem Schluss, das hätten sie jetzt gerade mal dann nicht eingerechnet. So, und das heißt, also das heißt tatsächlich nicht, es gab Zuchtfortschritt und es gibt auch Kühe, die ausgehen, nur aus dem Grundfutter mehr Milch säugen können. Also es gibt auch einen züchterischen Fortschritt, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber Fakt an dieser Geschichte war, dass also da eine Effizienzbehauptung aufgestellt wird, die das Input nicht berechnet hat. Die nämlich, wenn man sagt, aus dem gleichen Hektar wird mehr Weizen gewonnen, nicht sagt, wie viel mehr Mineraldünger da reingekommen ist, der ja eine negative Energiebilanz hat, wie viel mehr Pflanzenschutzmittel, die ja, siehe Glyphosat, einen negativen Einfluss auf das Bodenleben haben. Das ist überhaupt nicht eingerechnet worden. Und bei den Kühen ist die Geschichte, dass eine Kuh, die nur noch 2 Jahre durchschnittlich, 2 bis 3 Jahre überhaupt Milch gibt und dann schon zum Schlachter geht, wenn man dann nicht pro Kuhjahr diese 2 Jahre Aufzucht, die sie aber auch einrechnet, dann ist natürlich diese Effizienzrechnung überhaupt nicht fair. Also mich hat das sehr geärgert, dass sie wirklich Broschüren über Nachhaltigkeit herausgeben und dann erstmal nicht klar machen, was ist überhaupt, was berechne ich überhaupt, rechne ich nur den Ausschnitt, was kommt vom Feld raus, nicht was tue ich vorher rein, oder nehme ich nur den Ausschnitt, diese Kuh gibt in diesem Moment wahnsinnig viel Milch, ich berechne aber nicht, dass sie im Jahr darauf zum Schlachter gegangen ist, statt weiter Milch zu geben. Und das hat mir ziemlich deutlich gezeigt, dass sozusagen man sehr schön mit richtigen Zahlen falsche Behauptungen aufstellen kann, nämlich indem man einfach die negativen externen Kosten nicht mitrechnet, das gestiegene Input und die ganzen komplexen Wirkungen, die es ja alle gibt, dass man die einfach eben mal locker rauslassen kann. Da muss man natürlich fragen, was ist denn eigentlich diese Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft? Die heißen inzwischen FML, Forum Moderne Landwirtschaft. Und da haben sich, und das ist ganz interessant, landwirtschaftliche Verbände mit großen Unternehmen zusammengeschlossen zur Vermarktung ihrer Art zu wirtschaften. Das ist der Deutsche Bauernverband, das ist die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter, das ist der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft, das sind BASF, K&S, Monsanto, Agro, Dow AgroScience, Südzucker und der Verband der Chemischen Industrie. Da ist kein Bioverband dabei. Und auch nicht die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, die eine bäuerliche Struktur erhalten will. Das heißt, da hält es also der Bauernverband, der ja eigentlich für die bäuerlichen Familienbetriebe steht, hält es für opportun, sich zusammenzuschließen mit der chemischen Industrie, um ein gemeinsames Bild zu entwerfen, davon, welche Art von Landwirtschaft man in Zukunft haben will und was als Effizienz gilt. Und ich finde das sehr, sehr fatal, aber die Wirkung, glaube ich, in der Öffentlichkeit, also die sind auch dabei, die Demo Wir machen euch satt, also die Gegendemo gegen die Kritiker der Agroindustrie zu finanzieren, das ist fatal, weil die natürlich in der Öffentlichkeit auftreten und auch einen großen Etat haben, um ihr Bild von Landwirtschaft zu kriegen. Während der Recherchen zum Buch war die Eurotier, das ist die Leitmesse für Tierzucht und Tierhaltungssysteme in Hannover, und da war der Präsident eingeladen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, die so als fortschrittliche Forschungsverbreiter für neue Landwirtschaft gelten, Karl Albrecht Badner, und der hat in der Eröffnungsrede behauptet, unvoreingenommene Kritiker, unvoreingenommene, also viele, die hier sind jetzt mal nicht, aber unvoreingenommene Kritiker können in den Hallen der Eurotier sehen, artgerechter ist die Tierhaltung noch nie gewesen und unsere Nutztiere belohnen dies mit einer beeindruckenden Leistungsbereitschaft. So, das sind dann Zitate, die gehen über die Melder, die gehen über die Ticker und die gehen, werden verbreitet und die sind sozusagen Festredner, unwidersprochen auf der Eurotier. Nie ging es den Tieren besser als heute. Und das erzeugt natürlich wieder bei den Konsumenten ein absolut verwirrendes Bild. Auf der einen Seite sieht man, wie es in den Ställen aussieht, wenn nachts Tierschützer eingebrochen sind. Auf der anderen Seite kommt jemand und behauptet, niemals ging es den Tieren besser, also total artgerecht, die Sau im Kastenstand, das ist einfach wunderbar ihrer Art entsprechend. Und das ist aber so ein bisschen, was Herr Pees gerade besprochen hat, dieser enorme Widerspruch und auch der Druck, unter dem dann der einzelne Landwirt steht. Da hat er auf der einen Seite eine Führung, die nach außen sagt, wir sind so effizient, unser Modell wird die Welt ernähren. Und auf der anderen Seite eben die Kritik von Tierschützern, die dann den einzelnen Landwirt ja ziemlich harsch treffen kann, wenn eben auf seinem Betrieb Tierschützer sagen, ja, was passiert denn eigentlich da? So, das ist so ein bisschen dieser Widerspruch, von dem die Landwirte dann ziemlich unvermittelt stehen, wenn kein Verband sich um ihre Interessen kümmert, sondern sozusagen eine Schönrednerei betreibt. Dann habe ich recherchiert, was alles an weiteren sozusagen Systemfehlern eigentlich dieses scheinbar effizientes Input
als sehr ineffizient darstellen lässt. Und mein erster Ansatz war bei der Kuh zu schauen, eben genau diese Frage der Nutzungsdauer. Also wir haben totale große Zuchterfolge, Kühe geben unglaublich viel Milch. Aber das hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass sie zwar in kurzer Zeit ihre Milchleistung ganz enorm gesteigert haben, aber die Lebensdauer sich verkürzt hat. Und es gibt einzelne Kühe, die das lange schaffen, die sehr lange sehr viel Milch geben können, aber das sind sozusagen, ich würde mal sagen, so Bundesliga-Sportler. Kann auch nicht jeder Bundesliga und es kann auch nicht jeder Landwirt auf dem Niveau seine Tiere halten. Und im Durchschnitt hat das eben dazu geführt, dass Kühe, die eigentlich eine natürliche Lebenserwartung von 18 Jahren haben, durchschnittlich 4 bis 5 Jahre alt werden und dann zum Schlachter gehen. Das ist natürlich nicht etwas, was effizient sein kann. Und das Interessante ist, dass Leuten zwar in der offiziellen Darstellung wird gesagt, Milcherzeugung ist effizient wie nie, aber innerhalb der Fachzeitschriften schreiben sehr wohl Kritiker von Milchforschungsanstalten, das ist unökonomisch, 2 Jahre lang in eine junge Kuh zu investieren. Also man muss sie ja aufziehen, man muss sie füttern, man muss sie impfen, man muss sie besamen oder möglicherweise zum Bullen gehen lassen, bevor sie ihr erstes Kalb kriegt und dann überhaupt Milch gibt. Und sie dann nur 2 Jahre lang zu nutzen, das ist gar nicht ökonomisch. Und in dieser Vorstellung von, die Zucht macht die Kühe immer besser, sind ganz viele Landwirte dazu übergegangen, zu sagen, ach, die Kuh ist irgendwie schwierig oder die lässt sich nicht gut melken oder die hat doch nicht die Leistung, dann geht es dann zum Schlachter, ich setze auf den Zuchtfortschritt und hole mir die Züchter mir die nächste rein. Und das hat so eine Art, nicht in allen Stellen natürlich, und das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber das hat dazu geführt, dass man sagt, die Zucht wird immer besser, über genomische Zuchtwertanalysen schon, das Kalb im Mutterleib kann man analysieren, wie gut es sein wird, dass man immer mehr denkt, ich wechsle meinen Bestand immer schneller aus, remontiere immer schneller, und das führt eben zu dieser enorm kurzen Nutzungsdauer. Und das Ganze hat aber auch eine gesundheitliche Folge für die Kühe. Und das ist, glaube ich, auch mal nochmal ganz interessant zu sagen, weil es auch so eine versteckte Ineffizienz ist. Die Kühe haben physiologisch die Eigenschaft, dass sie mehr Milch geben können, wenn ihr Kalb geboren ist, als sie selber an Futter aufnehmen. Das heißt, sie zehren von ihren eigenen Fettreserven und brauchen die auch auf. Das hat sozusagen historisch in der Entwicklung der Kuh den Sinn gehabt, dass die Kuh ihr Kalb auch dann durchbringen kann, wenn die Kuh nicht Zeit hat, genug zu fressen oder nicht genug Futter da ist. Das hat aber jetzt zur Folge, dass wo das Kalb sozusagen als limitierender Faktor nicht mehr da ist. Also ein Kalb kann ja nur eine bestimmte Milchmenge trinken, die Milchmaschine kann aber sozusagen immer mehr der Kuh abnehmen. Und die Kuh hat keine Grenze, dass sie sagt, jetzt kann ich nicht mehr Milch geben, weil es jetzt mir selber schadet, sondern sie gibt immer weiter Milch, bis zu 30, 40 Liter nach der Geburt. Da ist die Zucht so verändert worden, früher bekam die Kalb ihr Kalb und gab erstmal natürlich wenig Milch, weil das Kalb klein war und die Milchmenge wuchs dann mit der Größe des Kalbes. Heute ist die Zucht so verändert, dass die Kuh direkt nach der Geburt ganz, ganz viel Milch gibt. Das war sehr lange ein entscheidender Zuchtwert, diese Milchmenge. Und das führt dazu, dass die Kuh tatsächlich diese Milch einfach gibt, selber in diese sogenannte negative Energiebilanz kommt und dann ganz stark dazu neigt, dass sie Stoffwechselerkrankungen bekommen. Das nennt man subklinische Ketose, ist erst gar nicht bemerkbar und das äußert sich dann, diese Stoffwechselstörungen äußern sich in Fruchtbarkeitsstörungen, in Klauenerkrankungen und eben daran, dass die Kuh Gebärmutterentzündung kriegt, also sie wird anfällig. Dieser Zusammenhang, das ist total umstritten unter den Milchbauern. Es gibt eine Studie der EFSA, das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die ja gerade gesagt hat, Glyphosat ist schon okay, also die sind jetzt bestimmt nicht super kritisch. Aber diese EFSA hat Veterinäre beauftragt, die Kuhgesundheit anzugucken und die hat festgestellt, die Zucht auf extreme Leistung sorgt dafür, dass viele, viele Kühe, ein Drittel, die Hälfte des Bestandes, krank sind. Unter den Zuchtverbänden wird das teils diskutiert, aber nach außen immer abgewehrt mit dem Argument, und das finde ich in dieser Debatte so interessant, da sagen die Milchbauern sagen immer, nein, ich kann das, also die öffentlich auftreten, meine Kühe geben 10.000 Liter im Jahr Milch und die sind gesund, also ihr spinnt alle mit eurer Kritik, ihr, das sind halt die schlechten Bauern und die müssen eh aufhören. Und an dieser Argumentation ist, also man muss versuchen, so im Sinne von Herrn Pilz, die Bauern an der Stelle zu verstehen, die sehen sich quasi wie so Hochleistungssportler, die haben diese Tiere und die drehen gleichzeitig an 100 verschiedenen Schrauben, was im Futter alles drin sein muss, wie der Liegekomfort für die Kühe sein muss, dass sie auf Matratzen liegen und nicht irgendwie auf hartem Boden und dass die Belüftung stimmt und so weiter. Und in dem Sinne sind das sozusagen raffinierte Techniker, die auch tatsächlich
ihre Tiere dann mögen und dann stolz sind, wenn die diese ungeheuren Leistungen, wenn diese wahnsinnigen Euter haben und wenn die auch schauen sozusagen hohe Preise kriegen. Also das sind schon keine Leute, die sagen, ach, ich gehe heute noch nicht in den Stall, keine Lust. So. Und deshalb trifft der Vorwurf, dass sie ihre Tiere krank machen, trifft die so. Und deshalb wehren die das so vehement ab. Also es gibt Landwirte, die beherrschen sozusagen dieses risikoreiche System Milcherzeugung, deren Kühe sind dann auch nicht alle krank, deshalb wehren die das so ab und sagen, die Kritiker spinnen alle, aber das zeigt nicht, dass es trotzdem sozusagen ein Hochrisikosystem bleibt, in dem eben nicht viele Landwirte so ununterbrochen immer im Stall sind und alle diese 100 Parameter so im Blick haben, dass sie diese riskante Hochleistungsmilchkuh in ihrer Milchgebebereitschaft, dass sie das so handeln können. Und wenn man dann sieht, wir haben zu viel Milch und der Milchpreis ist viel zu niedrig, dann ist es natürlich ineffizient, immer größere Ställe zu bauen mit Ställen, mit Kühen, die nicht mehr auf die Weide können, die sozusagen in einem Hochleistungssystem tendenziell das Risiko haben, krank zu werden, um dann am Ende viel zu wenig Milch, Geld für die Milch zu kriegen. Also, so, aber es ist eben eine schwierige Situation, Landwirte da rauszuholen, weil sie eben immer diesen Vorwurf, wir machen doch nicht die Tiere absichtlich krank, weil sie das abwehren. Und da ist es, glaube ich, in der Argumentation ganz wichtig zu sagen, dass der einzelne Landwirt in seinem System, also alle Milchbauern gerade, dass sie schon sich sehr gut um ihre Tiere kümmern. Die Frage ist aber, ist es das richtige System, wenn man die Zucht so optimiert, dass die Kuh gezüchtet wird, dass sie mehr Milch gibt, als für sie gesund ist? Ist das nicht dann am Ende doch ineffizient? Der nächste Punkt der großen Ineffizienz ist die Kälberaufzucht. Denn dieses System von Milchhaltung bedingt nämlich, den Bauern sagt man ja immer, ihr müsst euch spezialisieren. Strukturwandel heißt, du machst Milch, du machst Ferkel, du machst Kälberaufzucht. Und man hat also nicht mehr die Kälber auf dem eigenen Betrieb und nestet sie, sondern verkauft die männlichen Kälber und die weiblichen, die man nicht braucht. Und das führt eben zu einem ganz absurden System von Kälberlandverschickung. Also der Bauer hat sozusagen sucht aus, die und die und die Fersen, also weiblichen Kälber, die will ich im Stall behalten, mit denen will ich weiterzüchten und Milch produzieren. Und die ich nicht brauche, verkaufe ich. Und was passiert, was ich am Lebensweg von einem Kalb hier nachgezeichnet habe, ist, dass die Viehhändler von den Milchbetrieben die Kälber aufkaufen, und zwar sagen wir mal aus 70, 80, 90 Stellen, verschiedene Kälber, die dann 2 Wochen alt sind und die dann in großen Transporten über Zwischenhändler oft in die Niederlande und nach Frankreich zum Mast transportiert werden. Und man kann sich vorstellen, was mit 2 Wochen alten Säuglingen passiert, wenn man davon 300 Stück in einen Raum legt und sie halt miteinander spielen oder in Kontakt geraten lässt. Das passiert auch mit den Kälbern. Das sind so viele verschiedene Keime, dass sie eben durch diese frühen Transporte systematisch krank werden. Und die Niedersächsische Landesanstalt für Agrar, die hat das untersucht und hat festgestellt, dass in den, ich glaube 2012 war es, in allen, also in sämtlichen Mastgängen Antibiotika eingesetzt worden sind. Und zwar bis zu, also mehrere Dutzend Male bei den Kälbern. Also diese Art von Kälbermast, die eine unmittelbare Folge ist von der industriellen Milcherzeugung, also der Hochleistungsmilcherzeugung, diese Art von Kälbermast führt dazu, dass Kälber im Prinzip nicht ohne Antibiotika gemästet werden können. Meine Recherchen dazu waren dann sehr lustig. Es gibt einen Verband der Kälbermesser, einen Bundesverband der Kälbermesser, und die habe ich dann eben gefragt, ob das nicht sozusagen eigentlich nicht ein unnachhaltiges System ist, wenn man die Kälber so vermischt. Das war kurz bevor die Antibiotika-Gesetzgebung verschärft wurde, also eigentlich Antibiotika nicht mehr vorsorglich eingesetzt werden durften. Und der hat mich dann an den Tierarzt verwiesen, der Tierarzt, also einen guten Tierarzt, den er dann als Berater empfahl, der Tierarzt wiederum an Denkerville, also einen der Kälberfutterproduzenten, die diese Kälber messen. Und die haben gesagt, ja, ich dürfte dann auch meinen Stall angucken. Das war April 2013 und ich warte noch immer, wann ich endlich mal so einen Stall angucken darf. Also es gab keine Lösung. Und unter der Hand sagen die aber, dass es sehr wohl praktiziert wird, dass diese Kälber eben auch schon vorsorglich mit Antibiotika behandelt werden, weil so das Zitat war, wenn man Kälber und Tierarzt hat, dann kann der schon irgendwie bescheinigen, dass es notwendig ist. Das heißt also, in einem System, wo scheinbar effizient viel Milch produziert wird, werden an der Seite entstehen so ganz ineffiziente Kollateralschäden. Das Ergebnis davon ist auch, wenn diese Kälber, also die männlichen Kälber aus der Milchviehhaltung, wenn die nicht ein bestimmtes Gewicht haben, dann laufen die Gefahr, dass die sogenannte Wegwerfkälber werden, dass sie eigentlich keiner braucht. Und das erklärt die ganz hohe Sterblichkeit dieser Kälber. Jetzt sagen viele Landwirte, nee, bei mir passiert das nicht und ich finde immer noch einen Weg. Das ändert aber sozusagen nichts an dem strukturellen Problem, dass die männlichen Kälber aus der Milchviehproduktion
eigentlich so überflüssig sind wie die Brühe von den Legehennen. Es gibt in Deutschland noch diese Vermarktungswege, aber es steht immer dabei, die Viehhändler nehmen Kälber ab 45 Kilo und gesunde kleine Kälber. Ja, da kann man dann eben überlegen, was man als Landwirt damit macht oder die ein bisschen schwächer waren oder die mal krank waren. Und wohin eine so einseitige Zuchtausrichtung führen kann, das kann man in Australien sehen. Die haben das nämlich ganz pragmatisch gelöst. In Australien werden jedes Jahr 700.000 männliche Bullenkälber einfach mal getötet. Da ist es legal, die 5 Tage alten Kälber über hunderte und tausende Kilometer ohne Futter und Wasser zu transportieren, sie in den Schlachthof zu bringen und dann einfach zu schlachten. Und das Schöne ist, das Gesetz in Australien erlaubt für Gegenden, in denen die Schlachthöfe ganz weit weg sind, dass man sie auch während oder nach der Geburt erschlägt. Das ist legal. So, das sind 700.000 Kälber und jeder, der mal bei einer Kälbergeburt dabei war und gesehen hat, wie unendlich schön das ist, wenn so ein Kalb aus der Kuh kommt und man die Fruchtblase abschneidet und es versucht, so mit diesem starken Bein zu stehen und man diesen Lebenswillen sieht, wenn man sich dann vorstellt und wenn man auch sieht, wie nah die Landwirte bei den Geburten da dran sind und diesem Tier helfen wollen, dass es lebt. Und wenn man sich dann vorstellt, derselbe Landwirt nimmt dann irgendwie seinen Hammer und schlägt diesem Kalb mit seinen großen Augen auf den Schädel als Endsystem einer sehr effizienten Landwirtschaft, das ist schon wirklich eine sehr, sehr krasse Situation. Und